Die Tennisanlage des ESV Bruck zählt zu den größten und schönsten Tennisanlagen der Steiermark. Vor kurzem fanden die ersten Stadtmeisterschaften statt. Im Zuge dieser Veranstaltung wurde auch einem großen Brucker Tennisspieler Ehre zuteil. Das Wetter hatte zwar kein Einsehen, die Besucher ließen sich aber die Stimmung nicht vermiesen. Ich glaube, wir haben ihm eine große Freude bereitet mit dieser Ehrung. Es ist ja wirklich was Besonderes, wenn ein Platz nach einem benannt wird. Und er ist in Bruck groß geworden, wir sind alle sehr stolz auf ihn. Und ich glaube, wir haben ihm ein Geschenk überreicht, wo viele Fotos oben sind aus alter Zeit. Und ich glaube, man hat gemerkt, dass er wirklich eine große Freude hat. Und es ist auch eine besondere Ehrung, wenn man so einen Platz bekommt. Welche Bedeutung hat das generell für den ESV Bruck Sektion Tennis? Für uns ist das wichtig. Wir haben ein großes Tennis-Aushängeschild, geboren 1969 in Bruck. Wir hoffen natürlich, dass wir wieder einmal einen zweiten Schilberschaller haben, aber wir sind stolz und froh, dass wir den Schilberschaller haben und wir werden sicherlich in Zukunft noch viel Kontakt mit ihm haben und viel Freude und wir hoffen, dass er auch des Öfteren noch auf unserer Anlage vorbeischaut. Ehre, wem Ehre gebührt, und so war es für den Bürgermeister von Bruck nicht nur wichtig, dabei zu sein, sondern auch über seine Erfahrungen mit Tennis und vor allem mit einem Gegner wie Schilberschaller zu sprechen. Der Schili war, ich nehme an, 19 Jahre alt und ich war damals auch begeisterter Hobby-Tennisspieler, was wirklich nicht mehr viele wissen wahrscheinlich. Und eines Tages hat mich sein Vater, Helmut Schaller, gefragt, ob ich nicht mit dem kleinen Knirps, der kaum über das Netz drüber gesehen hat, einen langen Satz spiele. Und ich kürze es ab, ich kann feststellen, ich bin wahrscheinlich der einzige Bürgermeister Österreichs, der gegen einen Davis Cup Captain und den ÖTV-Sportdirektor tatsächlich gespielt und verloren hat. Nach der Übergabe des Geschenkes und der Umbenennung des Center Courts in Schilberschallerplatz zeigte sich der Davis Cup Kapitän und ÖTV-Sportdirektor sichtlich gerührt. Ja, ich bin stolz auf meine Heimatstadt. Ich habe ja wirklich eine sehr, sehr schöne Jugend hier verbracht. Nur gute Erinnerungen und für mich eine große Freude, heute wieder hier zu sein. Erstens einmal natürlich geehrt zu werden, aber noch viel schöner ist es einfach, die alten Bekannten wieder mal zu sehen und wieder an den Ursprung meines Wirkens sozusagen zurückzukehren. Wie stolz ist jetzt der Schilberschaller im Zuge dieser Ehrung? Ja, ich bin sehr, sehr froh. Also wenn man hier zurückschaut und meinen Namen hier zu lesen, das hätte ich mir natürlich nie gedacht, dass kleiner Stöpsel hier anzufangen in Bruck und die Karriere, die ich später gemacht habe und jetzt eben das Zeichen der Dankbarkeit vielleicht auch vom Verein. Also ich bin wirklich gerührt. Die Freude war bei allen groß, vor allem auch bei seinen Eltern und bei seiner Oma Helga. Und es wurde auch noch lange in den Erinnerungen an früher gekramt. Sport an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.